Ja, Deutschland ist ein Eisschrank. Es ist kalt geworden. Das Beste, was es dafür gibt, ist entweder Hallenfußball hier in der Halle oder sich Hallenfußball im beheizten Zuhause anzuschauen. Deswegen klasse, dass ihr schon eingeschaltet habt. Wahrscheinlich parallel zum Frühstück mit der ersten Partie gleich VfB Stuttgart gegen den VfB Wolfsburg. Es ist jetzt der Abschluss der Vorrunde, bevor es dann nachher richtig heiß wird, bevor wir dann in die Achtelfinals starten und der Tag dann nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Wir sind jetzt so ein bisschen im Abschluss unseres Speed-Datings, hier unser insgesamt 48 Spiele, die wir an diesem Wochenende zu bewältigen haben. Wir hatten gestern einen tollen Tag mit vielen Treffern, mit vielen Toren. Fußballerisch, sage ich ganz ehrlich, gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie sich das heute entwickelt. War noch ein bisschen unstrukturiert und viel Gebolze. Aber wie gesagt, viele Tore, viele Hütten. Und das war sicherlich ein klasse erster Tag für diesen Samstag. Und wie gesagt, heute dann der Finaltag. Wir freuen uns sehr. Wir blicken gleich auf die erste Partie mit dem VfB gegen den VfL Wolfsburg. Und sind sehr gespannt, wie die Stuttgarter heute in den Tag starten. Hier haben wir die ersten vier Begegnungen, die vor der Brust stehen. Stuttgart gegen Wolfsburg sehen wir gleich. Bayern gegen Hertha BSC Berlin. Dann kommen schon die Mühlis gegen Eintracht Frankfurt. Und den Viererblock schließen wir ab mit dem FSV Mainz 05 gegen Rasenballsport Leipzig. Das also unser Morgenprogramm, sozusagen unser Miracle Morning, den wir hier gemeinsam starten werden. Und wir sind sehr gespannt. Es geht so in circa 2 Minuten los. Wir melden uns dann auch mit dem Kommentar pünktlich. Gießt euch nochmal einen Kaffee ein. Und dann starten wir gleich mit dem ersten Spiel. Wir sind bereit und freuen uns. Bis gleich. So, da haben wir es eingeblendet. Stuttgart gegen Wolfsburg. Anpfiff zur ersten Partie am heutigen Finalsonntag. Wir sind gespannt, was dieser Tag so mit sich bringt. Für alle die gestern vielleicht nicht dabei waren, wir spielen in dieser Vorrunde, wo wir jetzt noch 8 Spiele sehen werden. 12 Minuten ab der K.O.-Phase erhöht sich die Spielzeit dann auf 15 Spielminuten. Geht es nach den Eindrücken vom ersten Turniertag, sind die Stuttgarter sicherlich favorisiert. 3-1-Sieg gegen Hannover 96, danach ein 2-2 gegen starke Kölner und zum Abschluss des Tages ein 3-0 gegen unsere Mühlenkreisauswahl. Stuttgart also mit 7 Punkten ganz oben dabei. Der VfL verlor seine Auftaktpartie mit 1-3 gegen den 1. FC Köln, danach setzt es 0-2 gegen Bielefeld und gegen den FC Bayern gab es dann mit einem 1-1 den ersten Punkt im Turnierverlauf für die Wölfe. Schiedsrichter der Partie Christian Westermann, 25 Jahre jung, pfeift für den BSC Blasheim. Auch für die Spieler hier natürlich ein recht ungewöhnlicher Zeitpunkt. Biorhythmus spielt ja eine große Rolle. 8.30 Uhr ist jetzt nicht die Standardzeit. Zumindest aber Vormittagsstunden, Alltag für die U16-Cracks. Häufig die 11 Uhr Anschlusszeit im Ligabetrieb.
Aufbau hier wieder für Stuttgart typisch über den Keeper. Zusammen mit einem Mitspieler und dann drei Spieler in der gegnerischen Hälfte. Haben wir häufig gesehen am gestrigen Tag. Wolfsburg bisher im Turnierverlauf wirklich ungefährlich. Er hat zwei Treffer erzielt in drei Spielen. Ist für die Halle natürlich wenig. Stuttgart mit 8 Treffern wesentlich erfolgreicher am gestrigen Tag. Freistoßvariante, Ball geblockt, Ballbesitz für die Schwaben. Oh, die sind schon gut drauf, die sind schon frisch und munter hier. BVB-Jacke extra nochmal gebügelt nach dem 1:0 Erfolg gestern in Leipzig. Klasse Stahlpass, jetzt ist die große Möglichkeit und das war die Chance für Babis Drakas, der gestern gegen die Mühlis schon doppelt erfolgreich war. Hier sehen wir nochmal die Möglichkeit. Gut, ich rüber aus kurzer Entfernung. Nächster Versuch hier über die Hacke. Die Saison läuft für Wolfsburg ordentlich. Sie sind Fünfter in der Regionalliga, in einer Liga mit Werder Bremen und dem Hamburger Sportverein. Hamburger Tabellenführer, die Bremer Tabellenzweiter. Er ist jetzt die Möglichkeit und das erste Tor am heutigen Morgen. Niklas Franz trifft für die Stuttgarter. Wunderbar genommen und das 1:0 für die Schwaben. Also wie gesagt, die Wölfe Tabellenfünfter, Hamburg Erster, Bremen Zweiter. 9 Punkte der Rückstand für die Wolfsburger hinter Hamburg. 6 Punkte hinter Bremen. Gegen den HSV setzte es im Ligabetrieb. Eine 1:4 Niederlage gegen Werder Bremen. Holte man einen Punkt, das Tor war leer. Und der Ball ist im Tor. 2:0 für die Stuttgarter. Gabriel Laber. Da sehen wir, wie der Ball reinkullert und verhaltener Jubel. Da war Laber, den Torschützen. 2:0. Die Treffer 9 und 10 für die Stuttgarter. Also jetzt auch zweistellig in der Torausbeute. Klasse Ball jetzt gespielt, da kommt der nicht mehr ran. War wichtig, dass da Johann Dahnke aufgepasst hat. Abschlussversuch. Tor des Stuttgarter Jan Utech. Tritt hier in große Fußstapfen. Die Stuttgarter insgesamt 3 besten Torhütern in der Turnierhistorie. Sven Ulreich sogar 2-mal. 2003 und 2004 war Sven Ulreich hier und wurde in beiden Jahren zum besten Torhüter des Turniers gewählt. Und im Vorjahr Patrick Schott. Der beste Torhüter des Turniers.
Jetzt also für die Stuttgarter. Da haben wir ihn. Jan Utech im Tor. Stuttgarter könnten ja mit einem Erfolg bei diesem Fairway Cup gleichziehen mit Rekordsieger Hertha BSC Berlin. Viermal die Berliner, dreimal die Stuttgarter. Zuletzt 2013. Nächster Versuch. Danke hat den Ball. Stuttgart insgesamt viermal im Endspiel. Dreimal, wie gesagt, konnten sie gewinnen. Jetzt haben wir den Anschlusstreffer. Dürfte Robin Luschert gewesen sein. Am Langeck. Jawohl. Das ist Luschert. Eine Brille erwischt im Publikum. Das ist natürlich bitter. Der Tag ist noch lang, wenn es die Brille da zersägt hätte. Reparaturarbeiten laufen noch. So, Brille sitzt wieder. Konnten wir hier aus dem Augenwinkel einmal begutachten. Kein Foul, sagt Schiedsrichter Westermann. Das war ein Foul, klar. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Ui, ja. Klar, hackt da ein bisschen ein, aber ich denke, da darf man Foul pfeifen. Und jetzt gab es so ein bisschen einen Racheanfall. So, Westermann klärt kurz die Verhältnisse. Da haben wir ihn, Christian Westermann. 3 Minuten vor Ende dieses Auftaktspiels am Finaltag. Schade, Laufweg war gut, Idee auch. Klasse gemacht, aber der Abschluss dann ausbaufähig. Stuttgarter in der Oberliga aktiv, dort Tabellendritter. 25 Punkte aus 13 Spielen. Ordentliche Ausbeute. Sehr ordentliche Ausbeute. War nochmal zugelegt. Chance zum Ausgleich. Schussversuch geblockt hier. Oliver Fobas im Nave, der gestern auch sehr, sehr auffällig war. Ja, für Wolfsburg würde die Niederlage bedeuten, dass sie dann definitiv gegen eines der stärksten Teams auftreffen würde. Und wer das nachschauen will, der kann auch nochmal klicken auf fairwaycup.de. Da haben wir nämlich den Live-Score, da ist die Tabelle zu finden, da sind Torschützen, Topscorer zu finden, da sind auch die Aufstellungen der Mannschaften zu finden, wenn man nochmal nachschauen will, wer kickt hier eigentlich in der Halle. Das alles unter fairwaycup.de in unserem Live-Score. Und da haben wir wohl die Vorentscheidung, das 3:1 durch Niklas Franz, zweiter Treffer in diesem Spiel. Wunderbare Mitnahme mit links und rechts im kurzen Eck vollendet. Schöner Abschluss. Also dieser Modus ja
Die Nahtöpfe wurden eingeteilt, jeder an 4 Vorrundenspiele und aus allen Spielen wird eine große Tabelle gebildet und dann trifft gleich im Achtelfinale der Erste auf den 16., der Zweite auf den 15. und so weiter. Und für die Wolfsburger, die diese Vorrunde dann mit einem Punkt abschließen werden, heißt das eben, es kommt ein richtig harter Brocken. Sekunden noch auf der Uhr. Na, war das Trainer gespannt. Der Wolfsburger. Jetzt nochmal der Anschluss. 9 Sekunden vor dem Ende. Treffer erneut durch Robin Luschat. Ja, also beide Tore erzielt. Immerhin die Torausbeute verdoppelt bisher im Turnierverlauf, die Wolfsburger. Aber es wird nicht reichen, so ist es. 3:2 für den VfB gegen Wolfsburg. Hier haben wir die Tabelle eingeblendet. Das, wie gesagt, auch zu finden für recap.de im Livescore. Das ist also die untere Hälfte. Und wir sind gespannt, wie sich das Ganze aussieht. Bayern München hinter den Mühlis. Sicherlich auch ein Bild, was man sich da nochmal einrahmen will bei der Mühlenkreisauswahl. Gladbach, Wolfsburg, Hannover. Enttäuschend. Gut, wir sind gleich wieder da.